Liebe Leute, willkommen zurück zu Stalker Anomaly. Ich konnte leider die Dokumente nicht mehr finden im Labor X8. Ich habe auch noch mal einen älteren Spielstand geladen, in dem ich nicht ganz so viel zu kämpfen habe. Aber weder eure Hinweise noch meine wirklich halbstündige Suche hat irgendwas ergeben. Deshalb lasse ich das jetzt erstmal. Ich hoffe, dass ich da irgendwie später noch mal reinkomme oder sich das ergibt oder keine Ahnung. Ich bin jetzt noch mal bei Lukas gewesen, habe ihm das Zeug gegeben zu seinen streng geheimen Dokumenten. Und er hat mir jetzt gesagt, ich solle zu Noah gehen. Treffen Sie sich mit Noah. Noah ist in Salon, ist ihr nächstes Ziel. Das ist hier bei diesem großen Schiffswrack. Und genau da bin ich jetzt. Und dann spiele ich es jetzt ab hier und dann schauen wir, was da auf mich zukommt. Und ob sich das irgendwie ergibt oder ob ich einfach... Pech gehabt habe. Hallo? Ganz ruhig, Kollege. Puh. Aha, auf Suche nach Zuflucht in der Arche. Fühle dich wie zu Hause, Kumpel. Ja, vielen Dank. Mann, worauf zum Teufel hast du geschossen? Du hast mich fast umgebracht. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Ich bin gekommen, um dringende Probleme zu lösen. Was gibt es zu tun? Das ist alles? Vernichte den Mutantenbefall für Noah? Auftrag erledigt. Neuer Auftrag, vernichte den Mutantenbefall für Noah. Es scheint mir doch eine sehr random Aufgabe zu sein irgendwie. Wo ist das denn? Oh, da hinten. Habe ich da irgendwie so einen Reisepunkt hin? Ich glaube nicht. Und hier wird schon wild geballert. Hier so in der Gegend, würde ich sagen. Ihr hört es auch schon. Da vorne. Und ich bin nicht ganz sicher, wer da gegen wen kämpft. Aber ich vermute fast, dass es Feinde sind, die gegen Mutanten kämpfen. Deshalb muss ich hier ein bisschen vorsichtig sein. Da oben ist das nicht dieses Tankstellengebiet. Machen wir das mal so, in der Hoffnung, nicht erkannt zu werden. Ich weiß nämlich nicht, wer sich da aufhält. Das ist schon der richtige Weg. Ich sollte vielleicht nicht direkt hier durch. Wenn wir hier rechts die Straße hochgehen. Izum Rudnoje. Okay. Gehe ich mal ganz elegant und ziehe weiter in Richtung Zielgebiet. Erledige vor Ort dann die Mutanten und dann bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Das müsste doch eigentlich da drüben sein, oder nicht? Ja, hinter dieser Ortschaft da quasi oder mittendrin sogar. Sind auch... Eieiei.
Das sind aber Zombies, das ist okay. 1, 2, 3, 4 auf jeden Fall. Na, ich glaube fast, das Spiel registriert das gar nicht so weit. Ah doch, jetzt, sehr schön. Ich weiß nicht, ob das die Mutanten sind tatsächlich, weil die doch recht zahlreich vorhanden sind, aber könnte auch sein, dass da noch andere sind. Der zappelt da auch noch. Ah, ich habe ihn wiederbelebt. Sehr schön. Fürchte aber, das wird es nicht gewesen sein. Da ist auf jeden Fall noch einer. Zwei. Na? Den habe ich. Ich werde mal ein bisschen näher rangehen und schauen. Ah ja, jetzt sehe ich es, okay. Schwer zu sagen. Ich will auf jeden Fall nicht in so einen Kampf mit diesen Schweinen da kommen. Und die dann irgendwie... Warte mal. Die Zombies dann auf mich schießen, das wäre denkbar schlecht. Deshalb das alles auf ein Minimum reduzieren und dann... Ich glaube, da oben ist auch noch einer. Und da auf jeden Fall. Eieieiei. Hier ist ja ordentlich was los. Gut. Ah, ist immer nett, wenn die kurz warten auf mich. Oh, sind das viele, ey. Aber durchaus machbar. Ich würde die auch ganz gerne noch looten. Die haben häufig ganz gut Geld dabei. Thank you.
kommt schon der nächste. Habe ich ein bisschen Glück gehabt. Alter Schwede. Das ist noch einer auf jeden Fall. Boah, das ist ja echt... Die ganze Bande. Glücklicherweise nicht sonderlich clever. Aber darf man auch nicht unterschätzen, besonders in so großen Gruppen. Das kann dann auch mal ganz schnell schief gehen, weil die treffen schon auch manchmal. Beim letzten Mal schon diese Mission. Die habe ich auch im letzten Video schon beendet, aber ich bin ja nun mal hin und her gesprungen, ein bisschen mit den Speicherständen. Aber ich habe doch jemandem eine Schrotflinte besorgt und der meinte dann irgendwie, wir müssen die Monolithen aufhalten. Jetzt erinnere ich mich. Gehen wir mal schnell zu Noah zurück und dann muss ich mal schauen, wer die haben wollte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, grob richtig. Halt mich da mal lieber raus, denn ich weiß nicht genau, wer da gegen wen und wie viele und so. Das ist mir nix. Ist die Gefahr zu hoch, dass ich Freunde abschieße oder selbst getötet werde. Deshalb renne ich lieber mal schnell vorbei. Jemand sah Zombie, das sich näherte. Okay. Gleich mal schauen. Ist das nicht hier vorne schon? Doch, ich glaube schon. Doch, 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 das ist es hier. Ich hoffe, er schießt jetzt nicht nochmal, wenn ich reinkomme. Ich biete einen Job an, um Mutanten zu erschießen. Ja. Na. Was ist denn mit ihm eigentlich? Sehr gut. Treffen Sie sich mit Professor Sacharow.
Du warst den ganzen Tag weg. Wie lange dauert es, ein paar verdammte Mutanten zu töten? Nimm deinen verdammten Lohn und steig verdammt nochmal von meinem Boot. Okay, netter Kerl. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz klar. Ich glaube, er ist einfach nur so ein Verbundstück für irgendwas gewesen, weil wieso ich jetzt dem helfen sollte, keine Ahnung. So. Ach, da unten. Und was gibt's da für mich? Wartet mal kurz. Ist ihr nächstes Ziel? Ja, da gehe ich tatsächlich mal direkt hin. Vielleicht kann ich dem ein bisschen was verkaufen, denn ich habe schon echt viel Zeug dabei. Und dann muss ich mal schauen, wo das mit dieser Schrotflinte war. Als ich zu Lukas gegangen bin beim ersten Mal, am Ende des letzten Videos, hieß es danach, gehe zu Mangun, dem Techniker irgendwo in Rostock, glaube ich. Jetzt kam die Mission mit Mangun nicht, sondern mit Noah, was ich nicht ganz verstanden habe. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen random ist und dann wird es mal so und mal so ausgewürfelt. Oder ob da andere Sachen... das beeinflusst haben. Guten Tag, der Herr. Was will er denn? Wir haben einen gemeint, das ist jetzt das... Okay, warte mal kurz. Ich schau erstmal, was er so haben will. Hier, den Quatsch kann er haben. Artefakt Anwendungscontainer leer. Okay, ich habe das hier noch. Improvisiertes Anwendungsmodul. Ich habe das hier ausgerüstet. Verbesserter Stoßregenerator, strombegrenzter Mikroreaktor. Das habe ich hier nochmal. Verbraucht sich das irgendwie? Falls nicht, dann würde ich es nämlich verkaufen mit 5 Kilogramm. Machen wir erstmal so 11.000, das ist doch schon mal ganz gut. Wie viele Medkits habe ich denn? Keine mehr. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Ich bin gekommen, um dringende Probleme zu lösen. Was gibt es zu tun? Ach ja, gut. Ich habe dich erwartet. Ich brauche einen erfahrenen Artefaktjäger, um eine Probe eines bestimmten Artefakts für mich zu finden. Wieder zurück zum Gebiet, wo wir eben waren. Alles klar, machen wir so. Ware erhalten, Anomalienmessgerät. Treffen Sie sich mit Professor... Das anormale Messung, anormale Messung. Merkwürdig. Schauen wir mal kurz. So. Ah, es ist ja, Gott sei Dank. Das sind nur die beiden hier. Das müsste eigentlich da oben sein. Ja, genau da. Dann schauen wir mal.
denn für ein Sound hier? Was geht denn hier ab? Abgebrannter Bauernhof. Ist das hier nur Hitze oder was? Oder ist das eine Anomalie? Okay, da ist jetzt die Frage, wie ich da reinkomme. Denn so ja offensichtlich nicht. Die Hitze an sich ist, glaube ich, nicht das Problem, aber wenn ich das dann auslöse, dann wird es natürlich problematisch. Machen wir eben nochmal hin. Wo ist es? Da vorne. Komisch. Komisch. Vielleicht brauche ich da einen ganz speziellen Anzug für oder sowas, aber das scheint mir nur so eine kleine Mission zu sein. Irgendwie, das wirkt fast so wie so eine Anfängermission. So rein vom Ziel her, genauso wie töte die Mutanten. Aber ich schätze doch, dass ich da irgendwas Spezielles brauche oder einen Weg erkennen muss, den ich jetzt gerade nicht gesehen habe. Ich werde mal gucken. Erstmal speichern, dann was essen. Dann nochmal speichern, damit ich beim nächsten Mal nicht nochmal essen muss. So, da wären wir. Da drin ist das Ganze. Ich schaue es mir mal von der anderen Seite an. Ist das hier denn... Nee, das ist nur Deko hier, diese Funken. Okay. Na, hier könnte es doch gehen. Wie gesagt, die Hitze an sich sollte eigentlich durchaus machbar sein, aber wenn ich die Anomalie dann auslöse... Das sieht mir doch fast noch eine Möglichkeit hier aus. Ah, das wird knapp. Ich habe hier auch kein Signal mehr. Ich vermute, dass das einfach... Nee. Das so mit rechten Dingen zugeht hier. Da drin habe ich jetzt kein Signal mehr. Möglicherweise, weil es zu heiß ist. Ich sollte auch mal kurz schauen, was er mir denn eigentlich gegeben hat für ein Zeug, bevor ich hier irgendwie... Was ist denn hier? Es wird hier irgendein Gerät sein, was er mir gegeben hat. Reinigungsset. Anwendungsmodul. Das sind die Dinger. Artefakt hier. Anomalienmessgerät. Er sagt ja auch, er braucht nur eine Probe. Jetzt weiß ich nicht, ob dieses Messgerät die Probe aufnehmen kann in irgendeiner Form. Ob er quasi nur eine Zahl braucht, einen Wert. Aber gegen Hitze wird schon schwierig. Und ich bin jetzt schon in dem Bereich, wo es zu heiß wird. Nee, ich check's nicht, Leute. Ich weiß nicht, was das Spiel möchte. Ich glaube...
glaube, ich nehme das nochmal. Jetzt ist es da. Vielleicht war es die ganze Zeit da. Ich habe es nur falsch gedeutet. Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ziemlich genau dort. Da liegt es. Das Messgerät ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Schrott. What? Das ist aber auch nicht die Mission. Aber das Gerät reagiert überhaupt nicht. Ich werde mal mit dem Messgerät einfach nur hingehen. Der erste Prototyp wurde 2008 unter der Leitung der verbesserte Rahmen und verbesserte Sensoren garantieren den Betrieb auch in rauer Umgebung. Die hohe Empfindlichkeit während der Aufnahme oder während der Verfolgung ermöglicht den Einsatz in vielen verschiedenen Umgebungen. Gib mal. Aktuell sehe ich hier gar nichts. Das ist doch irgendwie merkwürdig, oder nicht? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas. Was ist dieses Gerät? Was kann ich damit machen? Ach, ich bin an der falschen Stelle. Ne, aber da war ich doch vorher. Hä? Leute, was stimmt denn hier nicht? Ich habe das Gefühl, dass es drei verschiedene Stellen waren, an die ich jetzt musste. Und jedes Mal war es dann doch wieder woanders. Er hat doch aber auch von einem Artefakt gesprochen. Ich höre ja auch den Sound hier. Das ist direkt hier, das ist das Ding hier. Ich komme da nur nicht hin.
Oh Mann. Denn hier? Sicherheit ein Artefakt oder was? Oder ist das das Ding, was er haben will? Aber wie gesagt, ich höre ja dieses Wow. Doch das Gerät macht halt auch nichts. Das ist wirklich ärgerlich. Das, hier passiert nichts. Steht ja auch die besondere Reichweite und robuste Umgebung und so, aber ich habe den Eindruck, dass das Gerät einfach tot ist. Ich wüsste auch gar nicht. Kein Durchkommen, da ist zu. Hier ist alles zu. Hier ebenfalls. Ich muss da aber stehen bleiben, ansonsten funktioniert das nicht. Also ich muss da wirklich diesen Weg und den dann auch wieder zurückfinden, obwohl ich unter Zeitdruck stehe. Oh Mann, ey. Muss ich mal genau schauen, das ist gar nicht... Mach mal. Der Weg ist dann... Eieiei. Oh. Ich hoffe, dafür lässt er ein bisschen was springen und nicht einfach nur. Ich habe irgendwo ein Versteck. Dort drin gibt es eine Bandage.
ruhig so 30.000 oder so. Ich meine, ich habe jetzt wirklich jede Menge Geld. Ich glaube 130.000 oder 120.000. Zum aktuellen Zeitpunkt muss ich nichts reparieren, bin ich der Meinung. Das heißt, vielleicht das Exoskelett als nächstes. Allerdings kann ich damit nicht sprinten, was mir ein bisschen Sorgen macht. Aber eins nach dem anderen. So, da bin ich. Völlig verstrahlt, aber glücklich. 18.000, na gut. Ukrainisches Bier. Das hat er sich wieder geschnappt. Treffen mit Bibliothekar. Ach, der kann doch gleich hier das Ding kaufen. 8.000, bitteschön. Was haben wir hier? Koffeintabletten. Da ich Schlafen ausgestellt habe, gehe ich davon aus, dass das nicht relevant ist. Ja, nimm das mal hier. Ist denn der Bibliothekar? Kennen wir den schon? Ist das ein Schnellreisegebiet? Ach ja, doch hier. Ach ja, jetzt weiß ich wo. Ja, komisch. Jetzt mache ich Aufträge für alle möglichen random Leute. Ich weiß nicht, ob das so. Also, wo führt mich das hin? Weiß jeder ein bisschen was oder wie? Ich habe den Eindruck, die Story ist jetzt so ein bisschen gekappt bei mir. Ich weiß es nicht. Jetzt war Strelok und der ist aber jetzt irgendwie raus, weil ich da dieses Dokument nicht finden kann. Welcher von euch Ottos ist das denn hier? Ist er das? Was sieht so aus? Was kannst du mir über Cold sagen? Was soll ich sagen? Er hat sich als aktueller Leiter unserer Organisation einiges an Respekt verdient. Wie hätte er sich diesen Respekt verdient? Sehen Sie, es gab einige Kontroversen um Lebedev, unseren ehemaligen Führer, den ich übrigens persönlich nie getroffen habe. Und erschienen die Meinungen der Fraktionsmitglieder während ihres Kreuzzugs gegen die CNPP nicht. Ja, okay. Scheint, als wäre er Groll gegen die Fraktion. Das, ganz im Ernst, Leute, das interessiert mich nicht. Und jetzt wieder Mutanten. Unsere Jäger haben eine große Anzahl von Mutanten bemerkt, die in das Gebiet einwandern. Eines der Rudel hat beschlossen, sich direkt neben uns niederzulassen. Nee. Das fühlt sich so ein bisschen so an, als würde das Spiel demnächst zum Ende kommen oder man kurz davor sein. Und das ist das der Bonus vom Spiel, das sagt, komm, mach mal ein paar leichtere Aufträge, damit du ein bisschen Geld zusammensammeln kannst. Bevor du hier nachher dann richtig Ärger hast. Oh, das ist ganz oben da. Dann gehen wir mal hier direkt hin. Hohoho! Ja, Schnellreisen ist nicht immer clever. Ist ja nochmal gut gegangen. Alter Schwede. So, da drüben, glaube ich, ne?
Gut, das hätte ich mir sparen können. Jungs, seid ihr das schon? Seid ihr schon mein Ziel? Nee. Das ist natürlich ärgerlich. Привет! 13 Dosen Thunfisch. Leute, was ist das denn? Wieso muss ich denn jetzt anstelle von Mutanten? Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Das scheint sehr random zu sein. Und irgendwie sind das so merkwürdige Aufträge. Da stimmt doch was nicht. Und das ist eine Story-Mission. Schauen wir mal, was er hier nochmal angeboten hat. Hast du vielleicht Thunfisch da? Dann können wir das erledigen. Sieht aber nicht so aus. Okay. Aber der kauft wenigstens sowas hier. Warte mal, nee. So, das kann er schon mal haben. Dann brauche ich auf jeden Fall Munition. Hundertachtundneunzigtausend, ja. Komische Zielführung jetzt irgendwie da durch diese kleinen Nebenmissionen. Ich habe ja die Befürchtung, dass das in dem Labor super, super notwendig ist. Was eigentlich klar ist, weil es ist eine Hauptmission. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass das nicht passieren wird. Was haben wir denn hier? Das ist ja schon mal Thunfisch. Hallo. Ja, da ist er, glaube ich, der Falsche. Ich überlege gerade, wer so ein richtiger Essenshändler war. Ich bin der Meinung, in diesem verlassenen Bahnhof gab es einen Typen. Ich muss gerade mal überlegen, wo das war. Genau da. Und der hatte so einen kleinen Kiosk oder sowas. Und ich glaube, der hat fast ausschließlich Essen verkauft. Denn ich werde jetzt nicht losziehen und auf gut Glück gegen den looten, um zu schauen, ob da Thunfisch irgendwo zu finden ist. Das dürfte dann vielleicht doch ein bisschen zu lange dauern. Schade, dass das mit dem Labor nichts ist. Ich will ungern jetzt so weit zurück in den Speicherständen. Ach, ihn hier, genau. Подходи, брат, у меня как в Греции все есть. Vier, ja gut.
Dann nehme ich 4. Die Schokolade auf jeden Fall. Ja, sehr ärgerlich. Aber da würde ich sagen, machen wir da in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, dass sich das irgendwie löst oder dass... Weil ich habe es auch geschaut, ich komme nicht nochmal in diesen Aufzug rein. Wenn der einmal zu ist, ich war auch nochmal oben beim Generator, den kann ich auch nicht nochmal aus- und wieder anstellen oder so. Keine Ahnung. Entweder mache ich alle anderen Missionen und das war's dann an der Stelle für mich mit Stalker Anomaly, wenn es da nicht weitergeht oder... Keine Ahnung. Mal schauen. Noch nichts entschieden, wir werden sehen. Wenn ihr da eine Lösung habt, dann sagt bitte gerne Bescheid. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis dahin, ciao.